Also ich glaube, der größte Unterschied sind die Möglichkeiten heute mit der Technologie. Die Herzchirurgie hat vor etwa 50, 60 Jahren angefangen. Sehr schwierige, risikoreiche Eingriffe, schlechte Materialien und heutzutage extrem gute Bildgebung, kleine Schnitte, sehr gute Materialien, die lebenslänglich halten, trotz eigentlich einer wesentlichen Alterung der Patienten, des Patientenalters, mit sehr guten Resultaten, praktisch ohne große Einschränkungen. Die Herzchirurgie gab es leider nicht zu Kocher Zeit, aber ich bewundere seinen Mut und seine Erfindung. Bei uns in den 50er Jahren waren das die ersten Eingriffe, wo keine Herzlungenmaschine vorhanden war und ein Elternteil bei der Kinderherzchirurgie als lebendige Herz- und Lungenmaschine verwendet wurde. Ganz gefährliche Eingriffe, aber der Durchbruch zur offenen Herzchirurgie und auch der Motor zur Entwicklung von modernsten Maschinen. Das Fachgebiet ist viel breiter geworden noch, es ist viel spezifischer geworden, es ist hochspezialisiert geworden und es ist effizienter geworden. Ich weiß nicht, ob ich die Vision gehabt hätte zu dieser Zeit, aber jemand, der eine Vision gehabt hat, konnte wahrscheinlich unglaublich viel bewirken. Wenn er die Kraft gehabt hat, etwas vorauszudenken, auch den Mut, Dinge zu bewirken. Ich glaube, diese Generation konnte wirklich extrem viel bewirken, wobei wir heute unterschätzen, was für Hindernisse zu überwinden waren. Diese Hindernisse müssen unglaublich gewesen sein. Aber sie konnten wirklich ganz große Dimensionen verändern. Das können wir heute nicht mehr. Was sich stark entwickelt hat in unserem Fachbereich, ist die Technologie. Die technologische Entwicklung insbesondere hat in den letzten Jahren immer mehr minimalinvasive Eingriffe mit endoskopischen Untersuchungen stattgefunden. Und das gibt natürlich einen Vorteil, dass die Leute nicht länger im Spital bleiben müssen und insbesondere, dass sie keine Narben von extern haben. Also ich denke schon, weil da arbeitet man mit einem Messer und einer Pinzette und hat Fäden. Und ich denke, das ist das, was ein Chirurg immer noch am liebsten hat, diese drei Sachen. Die heutigen Sachen, die wir gebrauchen, die endoskopischen Mikroskope, Navigation und alles, ist hochtechnologisch. Man ist auf verschiedene Sachen angewiesen, aber auch muss man Vertrauen haben in die neue Technologie. Früher waren es für Sie ein richtiges Abenteuer. Museumsnacht Bern, wir feiern heute das 170-jährige Jubiläum der ersten Vollnarkose. Früher zählte man die Patienten, wo es gut gegangen ist. Heute schauen wir auf die Dinge, die schwierig sind und versuchen, die zu verbessern. Komplikationen ganz klar gen Null zu fahren. Das war eine dramatische Entwicklung, die rasant war, ebenso Entwicklung wie heute. Aber heute geht es nicht mehr ganz so schnell voran. Ich glaube, die Fortschritte im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert waren in der Anästhesie noch rascher, was Atemwegsmanagement angeht, was die ganze Maschinerie angeht. Diese Fortschritte sind heute nicht mehr ganz so schnell. In den letzten 30 Jahren hat die Sicherheit enorm zugenommen. Vor 30 Jahren hat jeder zweite Patient eine Pneumonie, eine Lungenentzündung gemacht nach der Operation. Und das Zweite ist, dass die Eingriffe viel kleiner geworden sind, viel weniger invasiv. Die minimalinvasive Techniken haben stark überhand genommen, zum Beispiel der Da Vinci-Roboter oder die normale Videochirurgie. Als Arzt waren natürlich die Pionierzeiten, Beginn der Lungentransplantation, waren natürlich ganz andere Zeiten. Heute sind diese Techniken sehr etabliert, aber wir haben dafür technische Entwicklungen, die es damals nicht gab. Es hat einen riesen Fortschritt gegeben, einen Riesensprung vorwärts, insofern, dass wir heute den Mensch oder die Gelenke beim Menschen fast an allen Orten ersetzen können. Wir sind also dem Cybermensch sehr nahe gekommen. Ich hätte Theodor Kocher sehr gerne erlebt. Es gibt insbesondere in der Orthopädie auch noch chirurgische Hüftzugänge, die nach Kocher-Langenbeck benannt werden. Ich hätte diese Zeit also sehr gerne mit ihm geteilt. Ich glaube, er war ein fantastischer Chirurg und Innovator. Früher war das so, dass wir nicht sehen konnten, wo der Tumor liegt, dass wir Komplikationen hinnehmen mussten, sozusagen als unvermeidlich. Und heute ist es, wir können hineinschauen, wir können den Tumor sehen, wir können Gefäße sehen. Wir haben das transparente Gehirn vor uns, das macht alles viel einfacher. Der einzige Grund zurückzukehren ist vielleicht sich selbst nochmal so zu sehen und viel wichtiger, dass man schneller bestimmte Entwicklungen machen könnte. Weil ich habe das erlebt vor 20 Jahren, als man noch Tumore suchen musste. Man hatte nicht die Techniken, die genau zu lokalisieren. Es gibt eigentlich nichts, wo ich denke, dass es früher besser war in der Neurochirurgie.
Ich bin überwältigt vom Interesse, ich bin überwältigt von der Atmosphäre, es ist einfach spitze. Die Technik, die dahinter steht, wenn ich mir anschaue, dass wir einen Operationsroboter hier sehen, wenn ich sehe, was wir für eine Technik in der Anästhesiologieüberwachung haben, dann sind das einfach für mich ganz faszinierende Themen, die ich herausstelle. Und wenn ich mir dann auch noch das Modell desjenigen anschaue, der in der Orthopädie da hinten gerade rumradelt, dann ist das natürlich etwas, was wirklich nur begeistern kann. Also eigentlich war Thierry Carrel der, der auf die Idee kam, zusammen mit dem Hoteldirektor Herrn Bührer. Und dann kam man auf die Idee, dass ich es umsetzen darf. Und es war mir eine große Ehre und wie wir heute sehen, haben wir es ganz gut gemacht. Und ich bin nur einer von vielen. Wir sind 141 Mitarbeiter, die seit Monaten an diesem Projekt arbeiten. Und wir haben es, glaube ich, jetzt ganz gut hinbekommen.